Hey Leute, hier ist wieder eure Sarah Thor. Heute machen wir einen Biervergleich. Die bekannten Biere von den Seen, was ist besser? Man fragt sich immer, man hat nie einen Direktvergleich. Heute haben wir tatsächlich mal die Chance, beide Biere gleichzeitig zu haben. Vergiss es nicht als Werbung zu machen. Natürlich. Werbung. Natürlich. Ist ein Video? Ist ein Video. Unser Profi-Verkoster Matthias probiert es jetzt. Wird gesponsert von, oh mein Gott. Jahrelanger Alkoholiker. Ja. Erfahrungen zeigen sich nun. Das ist jetzt das Tegernsee. Ja, Part 1. Lass es sacken, lass es, es muss da sein Aroma entfalten. Leicht scharf. Scharf? Okay. Nie über ein Bier gehört. Aber doch eher beim ersten Zungenkontakt mit der Spitze leicht säuerlich. Kann man sagen, wie ein Stefan-Bier schmeckt. Nun das Chiemsee. Ja, ich hab das gleich jetzt. Also, ein Stefan macht Bier? Ich dachte, die machen nur Milch. So, jetzt ist das Chiemsee. So, wir sind wieder da. Das hier ist weniger aufdringlich. Sagen wir, das hier ist die nette Asiatin von nebenan, die sich einmal die Woche vögeln lässt, aber nicht über WhatsApp mit dir schreibt. Das ist die deutsche Nachbarin potthässlich, die jeden Tag an der Tür Bauernmädchen steht und glaubt, das Bauernmädchen, das sonst keinen anderen abkriegt und sich richtig aufdrängt und einfach jeden Tag will, dass du seinen Schwanz in ihren Mund steckst. Und welche schmeckt jetzt besser? Ich weiß nicht, wenn du es aufdringlich magst im Chiemseer, wenn du viel vögeln willst. Aber wenn du mehr so Gelegenheitsfick willst, wenn du glücklich sein willst, dann nimm Tegernseer. Also ich nehme Tegernseer. Okay, das muss mir also wird man mit dem Chiemseer machen. Nicht glücklich. Nee, mit Chiemseer werde ich nicht glücklich. Also ich bin Tegernseer. So, hier ist nochmal ganz kurz die Sarah. Und zwar wollte ich euch nur sagen, dass ich jetzt auch Patreon habe, wo ihr mich dann monatlich unterstützen könnt, wenn ihr das wollt. Mit 1-2 Euro, das würde mir sehr helfen. Ja, genau. Vielen Dank. Ihr bekommt natürlich auch ein kleines Dankeschön und Link in der Beschreibung.